Heute für euch 6 coole Dinge, die man mit Papier machen kann. Los geht's! Nummer 6. Rollt ein Blatt eng auf und rollt ein weiteres Blatt um die Rolle herum. Schneidet nun eure Rollen in 4 gleich große Stücke und klebt sie mit Heißkleber so an ein Brett. Das Papier ist nun so stark, dass es sogar schwerste Lasten tragen kann. Unglaublich, oder? Man kann sich sogar draufstellen. Und die Nummer 5. Jetzt gibt es einen kleinen Partytrick. Bereitet ein Blatt vor, indem ihr es so faltet. Schneidet jetzt auf der einen Seite auf der mittleren Falte bis zur Mittellinie und auf der anderen Seite benutzt ihr die beiden seitlichen Falten. Dreht nun euer Blatt so. Das Blatt steht nun in einer vermeintlich unmöglichen Position nach oben. Mal sehen, ob eure Freunde darauf kommen, wie ihr das gemacht habt. Und die Nummer 4. Jetzt braucht ihr Post-its. Klebt diese immer abwechselnd von rechts und von links übereinander. Dies wiederholt ihr nun sehr, sehr, sehr oft. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr dann diese coolen Dinge damit machen. Kommen wir zur Nummer 3. Jetzt machen wir einen klassischen Papierflieger. Na gut, etwas komplizierter wird es schon. Faltet das Papier in der Mitte und knickt diese beiden Ecken zur Mitte hin. Anschließend faltet ihr so und knickt dann die Ecke so nach oben. Dreht nun das Blatt. Zieht die Ecke hervor, nehmt dann diese Ecke und faltet sie so zur Mittellinie hin. Die andere Ecke knickt ihr so um. Das Ganze wiederholt ihr nun auch auf der anderen Seite. Knickt jetzt diese Ecken nach oben, faltet sie wieder auf und wiederholt das Ganze nochmal von oben. Faltet jetzt die Ecke über die Knickkante auf beiden Seiten so nach oben. Jetzt sollte euer Blatt so aussehen. Klappt nun diese beiden Laschen ineinander nach unten. Faltet jetzt den Flieger in der Mitte und knickt die Flügel auf beiden Seiten so ab. Für eine bessere Flugstabilität knickt ihr nun die Spitzen der Flügel wieder zurück. Für den letzten Schritt schneidet ihr hier in den Flieger und trennt dann die Ecken ab. Schneidet jetzt noch hier und stellt das Ganze so auf. Euer Papierflieger ist fertig. Also wenn man den im Kindergarten schon gekonnt hätte, wäre man bestimmt der King gewesen. Und die Nummer 2. Druckt oder schreibt auf ein DIN A4 Blatt diese Zahlen. Faltet es nun einmal in der Mitte und dann noch einmal so. Klappt es jetzt einmal wieder auf und schneidet an diesen beiden Stellen bis zur Mittellinie in das Blatt. Trennt jetzt an dieser Stelle die dadurch entstandene Lasche ab, klappt sie nun so um und faltet das Blatt so zusammen. Auf der Rückseite befestigt ihr nun die Lasche mit etwas Klebeband. Auch hier bin ich mal gespannt, wie schnell eure Freunde durchschauen, wie dieses Zahlenspiel funktioniert. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Rollt 6 Blätter so auf. Schneidet nun bei allen Rollen die Spitzen ab und teilt die Rollen so. Klebt jetzt mit Heißkleber die langen und mittleren Rollen so als Paare zusammen. Schneidet das kleine Stück auf die Breite von 2 Rollen und klebt es mit den langen Rollen so zusammen. Zerteilt nun dieses Teil so und klebt es anschließend so fest. Jetzt klebt ihr dieses Stück zur Fixierung obendrauf. Schneidet nun ein Gummi auf und befestigt es so mit Heißkleber und einem Schaschlikspieß an der äußersten Seite des Bogens. Das gleiche wiederholt ihr nun auch auf der anderen Seite. Nun ist euer Bogen fertig und ihr könnt damit Zahnstocher und Schaschlikspieße abfeuern. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr jetzt hier in die Mitte auf das Video klickt, zeigen wir euch coole Dinge, die ihr mit Stiften machen könnt. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!